Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal. Diesmal geht es um einen etwas älteren, also mittlerweile muss man das ja schon sagen, um einen etwas älteren, ja, die Glocken ballern mir jetzt voll in meine Anrede. Ja, wie gesagt, um einen älteren Strategietitel, Age of Empires 3. Ich guck mal kurz nach. 2009 ist es rausgekommen, also mittlerweile 6 Jahre alt. Ich spiele es ab und zu nochmal. Hat auch, glaube ich, noch eine einigermaßen lebendige Multiplayer-Community. Und die Glocke schon wieder. So, wir spielen aber in diesem Let's Play die Kampagne. So, und die Kampagne ist unterteilt in die drei Add-ons. Also das normale Age of Empires 3, dann die Asian Dynasties, die Warchiefs und die Asian Dynasties, so. Und wir fangen natürlich chronologisch in der richtigen Reihenfolge an. Also ich habe hier, glaube ich, schon mal angefangen, habe dann irgendwann aufgehört zu spielen. So, und die einzelnen Kampagnen sind dann in Akt 1, 2 und 3 unterteilt. Wir spielen also erstmal das Intro, der Falke landet auf Malta. Wir spielen auf schwierig. Ich glaube, ich krieg das hin. Und wir starten mal, würde ich sagen. Viel Spaß mit dem Intro. Die Geschichte meiner Familie in der neuen Welt beginnt mit dem Angriff auf Malta, dem letzten Außenposten eines aussterbenden Kreuzritterordens. Eins ist gewiss. Mein Ahne Morgan Black gehörte den Rittern des heiligen Johannes an, als diese die Insel gegen Sahin und die Osmanen verteidigten. Der Rest... Nun, wie in den meisten Familien ist es schwierig, Wahrheit und Legende auseinanderzuhalten. Morgan, die Osmanen sind gelandet. 1000 Janitscharen, angeführt von Sahin, dem Falken. Erlan Magnan ist immer noch Anführer der Ritter. Und er sagt, wir müssen sie am Strand aufhalten. Wir beziehen hier Stellung. Die Kreuzzüge sind vorüber. Und dein Orden ist auch nur noch ein Relikt. Ich bin noch nicht bereit zu sterben, Falke. Und unser Orden wird nicht untergehen. Er ist bereits untergegangen, Morgan. Willst du mit ihm untergehen? Ja. Dann wollen wir uns mal direkt in die Schlacht stürzen. So wie es aussieht. Stationiert die Armbrust an den vorderen Wellen und attackiert die Janitscharen. Haltet das vor um jeden Preis. Ja, um jeden Preis werden wir das vor natürlich halten. Alles klar, so. Dann wollen wir mal schauen. Ich scroll erstmal raus. Dann gönnen wir uns erstmal die Upgrades. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier hinten Siedler. Die sammeln auch schon fleißig Sachen für uns. Wir müssen sehen, dass wir hier, glaube ich, jetzt noch ein paar Leute an die Front kriegen. Auf schwierig ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, hier das zu verteidigen. Es wird, glaube ich, knapp. Jedenfalls so, wie ich das spiele. So, der haut hier mal seine Mega-Ulti rein, stirbt aber gleich wahrscheinlich. So. Ja, das hat mich an Age of Empires das erste Mal auch schon gestört, dass es sehr hektisch beginnt. Man gar nicht so viel erklären kann. Wir ziehen uns mal zurück. Schießen von hinten. Denn dann greifen die Janitscharen erstmal nur das Vor an. Wir sollten uns aber die Pekiniere dann doch aufsparen. Denn ich weiß schon, was kommt. So. Der Game Sound ist mir dann doch ein bisschen zu laut. Leider ein bisschen runter machen. Na, das ist jetzt ein bisschen zu leise.
Ja, so ist gut. Wunderbar. Ja, wir müssen erstmal nur das Feuer halten, bis unsere Verstärkung eintrifft. Ich hoffe mal, das kriegen wir einigermaßen gebacken. So. Ja, was das Ganze zeitliche angeht, wann das spielt und so, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, denn die Kampagne umfasst mehrere Zeitalter. Also es spielt nicht alles irgendwie jetzt zur Zeit der Kolonialisierung. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, was sowas angeht. Lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. So. Ich werde das übrigens wie bei Warcraft und Starcraft machen, pro Folge eine Mission. Ich denke mal, dann passt das ganz gut. Ja, jetzt kommen natürlich osmanische Reiter. Ja, hier lernt man halt so die Grundlagen, dass man halt gegen Kavallerie, Antikavallerie einsetzen soll und so weiter und so fort. Wir haben chronisch keine Nahrung, das gefällt mir nicht so ganz. Wir ziehen uns erstmal wieder zurück. Denn die machen ordentlich Schaden. So, ich hoffe mal, wir halten das vor. So, ihr fokust mal den Typen da. Wir haben keine Nahrung, Leute. Fängt schon gut an. Jagen bitte. Ja, erstmal wieder zurückziehen und die Truppen sammeln. Auf schwierig ist das gar nicht so. Hatte ich mir das irgendwie etwas einfacher vorgestellt. Naja. Wird, glaube ich, eine harte Nuss. Erstmal wieder Truppen sammeln für den nächsten Angriff. Haben wir schon einen Marktplatz? Ja, haben wir. Dann würde ich sagen, tauschen wir mal ein bisschen Gold gegen Holz und ein wenig Gold gegen Nahrung. Wir brauchen mehr Truppen. Ja, unsere Türme machen eigentlich ziemlich guten Schaden, das ist schon mal nicht schlecht. Aber unser Fort fällt gleich in sich zusammen. Und zwar genau jetzt. Wunderbar. So, dann fokussen wir erstmal den Typen weg. Hallo, die Türken bringen die große Bombarde in Anschlag. Wie sollen wir sie mit Pike und Muskete besiegen? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Wir brauchen Kavallerie. Wir müssen Kommandant Perlen und den Rittern ein Signal geben. Zwei Siedler sollen auf den Hügel im Westen steigen und das Signalfeuer entfachen. Und das machen nicht nur zwei, das machen direkt fünf, damit das ein bisschen schneller geht. Ja, die Bombarde, die ist natürlich äußerst hart. Da dürfen wir mit unserer Infanterie gar nicht erst gegen vorgehen. Sonst haben wir nämlich direkt verloren. Wir bleiben erstmal noch ein bisschen zurück. Sammeln unsere Truppen wieder. Die Franzosen sind auf dem Hügel und versuchen ein Signal zu geben. Schickt ein Schiff um ihre Flanke herum. Und ja, greift diese Siedler an. Und deswegen habe ich nämlich mehrere Siedler hochgeschickt. Weil ich nämlich nicht das Fort und die Siedler gleichzeitig verteidigen kann. Und so geht das alles ein bisschen schneller. Morgen. Die Osmanen brechen seitwärts aus, um die Siedler auf dem Hügel anzugreifen. Dann müssen wir uns beeilen. Ja, das war wieder klar. Schickt einige Männer auf den Hügel, um diese Siedler zu verteidigen. Wenn sie sterben, sterben wir auch. Ich hoffe, die schaffen das. Ready. Leute, helft mal mit noch. Wenn das Signalfeuer nämlich brennt, dann haben wir es nämlich geschafft. Würde ich behaupten. So, unsere Truppen nochmal schön zurück. Oh Mist, die sind fast da, Leute. Wird schon wieder direkt hektisch hier zu Anfang. Komm, sammelt das jetzt da weg. Ah, dann auch noch Anti-Infanterie. 80, 20. Jawohl. Geschafft! Das Signalfeuer brennt! Dann können wir die auch zurückziehen. Und dann hoffe ich mal, dass die Kavallerie bald eintrifft.
Sonst sieht es nämlich schlecht für unsere Leute aus. Noch mehr Bombarden. Ja, mittlerweile unterwegs. Haben wir da zwei Bombarden stehen. Gar nicht so angenehm. Ich bin überrascht, dass unser Vorturm noch steht. Ich glaube, wenn der fällt, haben wir wirklich verloren. Aha. Da kommt unsere Kavallerie. So. Warum brennt das Signalfeuer? Und warum bin ich hier morgen? Ich habe euch befohlen, das Fort zu halten. My Lord. Ja, der ist witzig. Der Falke rückt mit schweren Bombarden vor. Nun, der Falke kann es mit meiner schweren Kavallerie nicht aufnehmen. Voran, Morgan. Zerstört diese Kanonen. Ja, mein Lord. Schickt die Kavallerie durch das Fort und schaltet diese Bombarden aus. Ja, sein Wort in Gottes Ohr, würde ich sagen. Komm, jetzt greift er mal an und macht die fertig. Mittlerweile haben die da vier Bombarden stehen. Ist das euer Ernst? Noch zwei. So, kloppt die da weg. Ja gut, mit den imperialen Husaren geht das natürlich ordentlich ab. Das ist die letzte Bombarde. Ausgezeichnet. Wir haben den Falken besiegt. Im Augenblick. Puh. Ja, das war doch recht hektisch für den Anfang. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich werde natürlich versuchen, die Kampagne weiterhin auf schwierig durchzuspielen. Wenn es mir allerdings irgendwo mal zu hektisch wird oder so, dann werde ich ja, glaube ich, auch mal auf Mittel umstellen. Gebe aber wieder mein Bestes. Mal gucken, wie es so weitergeht. Ja, für den Einstieg leider sehr hektisch. Ich hoffe mal, die nächsten die nächsten Missionen werden etwas einfacher, also nicht einfacher, sondern etwas ruhiger, dass man auch etwas ruhiger das Spiel kommentieren kann. Ja, aber das war es erstmal für diese Folge von Age of Empires 3. Also bis zum nächsten Mal.